So, herzlich willkommen zur Vorlesung Prozess- und Kommunikationsmodellierung. Mein Name ist Stefan Oppel und wir werden uns im Laufe dieses Semesters öfter sehen, hören und uns gemeinsam mit den Inhalten dieser Lehrveranstaltung auseinandersetzen. Diese einführenden Videos, die wir jetzt zu Beginn haben, werden einmal einen Überblick über den Inhalt geben, werden versuchen, den Lehrveranstaltungsmodus, der vielleicht etwas ungewohnt ist, zu erklären und das Beurteilungsschema ganz kurz darlegen. Danach steigen wir dann unmittelbar in die Inhalte ein und schauen uns den Grundlagenbereich an. Prozess- und Kommunikationsmodellierung ist im Bachelorstudium ganz zu Beginn angesiedelt, gehört zu den Grundlagenfächern, die man sich anschauen muss, im Bereich der Wirtschaftsinformatik, also gibt ja die drei großen Bereiche über Grundlagen im Bachelorstudium, die betriebswirtschaftlichen Fächer, die informatischen Fächer und als das Zusammenführende, die Wirtschaftsinformatik-Fächer. Prozess- und Kommunikationsmodellierung kümmert sich da drinnen im Wesentlichen darum, wie wir es schaffen, unsere Kernaufgabe als Wirtschaftsinformatiker wahrzunehmen, nämlich zwischen den Fachanwendern, die meistens wenig bis keine Ahnung von Technik haben, und den IT-Spezialisten, die meistens von den Fachanwendungen wenig Idee haben, zu vermitteln. Das heißt, eine gemeinsame Gesprächsbasis herzustellen, sodass sie diese unterschiedlichen Akteure innerhalb der Organisation, innerhalb einer Organisation, innerhalb eines Unternehmens auch verstehen können. Dazu werden wir uns unterschiedliche Mittel anschauen. Der Schirm über das Ganze ist eben die Modellierung, die sogenannte konzeptuelle Modellierung, also im Wesentlichen das Spiel mit irgendwelchen grafischen Elementen, die man miteinander vernetzt, zueinander in Beziehung setzt, abzubilden, wie denn irgendwelche organisationalen Sachverhalte in der Realität ausschauen, um eine Grundlage zu bilden, dass sie auf der einen Seite vielleicht unterschiedliche Akteure im Unternehmen besser verstehen können und auf der anderen Seite, dass man dann in weiterer Folge vielleicht auch Informationssysteme bauen können, die sie damit beschäftigen, diese Abläufe, diese Phänomene, was auch immer das ist, was wir uns anschauen, besser durchzuführen, effektiver durchführen zu können, dementsprechend zu unterstützen, dass die Arbeitenden, die Akteure in der Organisation in der Lage sind, ihre Aufgaben adäquat zu erledigen. Ich greife ganz kurz zu meinem kleinen Tablet, wo das Skriptum drauf ist. Das Skriptum steht, werden wir nachher nochmal genauer anschauen im folgenden Video, ohnehin auch online zur Verfügung. Einmal als reine Textvariante in der Lernplattform, einmal als PDF in derselben Version, die ich hier am iPad habe, auf der ich da annotiere. Das heißt, ihr könnt es an sich immer mitschauen und euch vielleicht selbst auch Notizen auf dem Skriptum machen. Vielleicht ganz kurz in diesem Bereich, Zusammenhang mit anderen Lehrveranstaltungen, PKM, Prozess- und Kommunikationsmodellierung, basiert ja nicht auf der grünen Wiese. Das ist ja eingebettet ins gesamte Curriculum. Obwohl man es grundsätzlich schon eigenständig besuchen kann, würden wir sehr stark empfehlen, bestimmte Lehrveranstaltungen vielleicht schon im Vorfeld absolviert zu haben, weil wir uns halt immer wieder auf bestimmte Aspekte beziehen, die eigentlich schon gekommen oder die man eigentlich schon gelernt haben sollte, beziehungsweise weil der didaktische Aufbau der Lehrveranstaltung so ist, dass wir zumindest davon ausgehen, dass es Grundkenntnisse in der Softwareentwicklung gibt, weil das unser Einstieg ins Programmieren, ins Modellieren, sein wird. Das heißt, wir empfehlen, dass auf jeden Fall EWIN, Einführung in die Wirtschaftsinformatik, absolviert ist, weil dort auch schon dieser Modellierungsgedanke erstmals platziert wurde und in den Kontext der gesamten Wirtschaftsinformatik gestellt wurde. Wie gesagt, Softwareentwicklung 1 wäre stark empfohlen, weil das Programmieren unser Einstieg in die Modellierungswelt ist. Es gibt dann noch die Lehrveranstaltung Datenmodellierung, die komplementär zu Prozess- und Kommunikationsmodellierung auf einen anderen Aspekt von organisationalen Phänomenen eingeht und deren Abbildung in Modellen, wo uns wir hier in dieser Lehrveranstaltung dann ganz stark um die Modellierung von Abläufen, von Arbeitsprozessen, von Geschäftsprozessen in Organisationen kümmern, kümmert sich Datenmodellierung mehr um die strukturellen Aspekte, um die Daten, die in einer Organisation verarbeitet werden, und als Unterbau für die
für den Zugang zum oder für das Denkmodell, das man braucht, um Prozesse adäquat modellieren zu können, würden wir vorschlagen, Algorithmen und Datenstrukturen zumindest auch parallel zu absolvieren und Einführung in die Betriebswirtschaftslehre wäre ein sinnvolles Modul, weil es halt der Anwendungsbereich der Modellierung in unserem Fall ist. Wir werden uns zwar hier an dieser Stelle auch mit Organisationstheorie, Organisationsmodellen ganz kurz beschäftigen. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre geht da aber sicher weiter. Ganz generell ist es so, dass wir unsere Lehrveranstaltung in 5 Themenbereiche gliedern, die sich im Wesentlichen mit unterschiedlichen Aspekten einer Organisation beschäftigen. Man kann, und wir werden es dann nachher gleich nochmal sehen, man kann die Wirtschaftsinformatik einordnen in so eine Art Dreieck. Das ist wahrscheinlich auch in EWIN schon mal vorgekommen, in einer leichten Variante vielleicht. Organisation in unserem Bereich, in der Wirtschaftsinformatik, verstehen wir als sogenanntes soziotechnisches System, also ein System, das sich zusammensetzt aus sozialen Komponenten, aus technischen Komponenten, die in einer gemeinsamen Struktur, in einer Aufbau- und Ablauforganisation, wenn wir später dazu sagen, zusammengeführt werden, um irgendein Ziel, organisationales Ziel zu erreichen. Dieses Dreieck ist jetzt die Abbildung der Dimensionen, die wir da drinnen betrachten, also Mensch, M, Organisation und Technik. Hoppla. Genau. Mensch, Organisation und Technik. Diese drei Aspekte können wir immer wieder verwenden, um unsere Inhalte einzuordnen. Das heißt, wenn wir uns mit der Modellierung von Abläufen in Software beschäftigen, dann werden wir uns sehr stark auf diese technische Komponente fokussieren, wohingegen bei der Modellierung von Geschäftsprozessen im Themenbereich 3, den wir hier sehen, sehr stark diese organisationale Komponente zum Tragen kommt. Bei der Kommunikationsmodellierung hingegen stellen wir wieder den Mensch im Kontext der Organisation oder die Menschen, die Akteure, die wir in der Organisation haben, in den Mittelpunkt, beziehungsweise diese Kante hier. Der Einsatz von Prozess- und Kommunikationsmodellen im Themenbereich 5, den wir hier noch haben, der wird uns dann alle diese Dimensionen zusammenführen und uns zeigen, wie man mit Technik das Handeln von Menschen in Organisationen adäquat unterstützen können. Also diesen Pfeil im Wesentlichen hier abbilden. Genau, zu Beginn werden wir uns mit einem Themenbereich beschäftigen, der sich Grundlagen nennt. Grundlagen ist immer so ein bisschen vager Begriff. Den brauchen wir aber hier, um uns, wie vorher schon erwähnt, zum Beispiel den Begriff der Organisation zu nähern, beziehungsweise auch den Begriff des Modells zu nähern und uns schauen, was ist denn das alles überhaupt und wie hängt denn das alles zusammen. Im Skriptum finden wir dann noch, wenn wir da wieder umschalten, eine Darstellung der Zusammenhänge. Ich habe schon gesagt, wir haben 5 Themenbereiche, die findet man da in dieser Grafik, die wir jetzt sehen, wieder. Und diese Themenbereiche sind in jeweils 4, oder der letzte ist ein bisschen kleiner, in jeweils 4 Themen unterteilt. Diese Themen sind in sich geschlossen, die kann man separat konsumieren, die kann man separat lernen. Zu denen gibt es dann auch immer Verständnisfragen, die ein bisschen ein Gefühl dafür geben sollen, wie kann denn eine Klausurfrage in diesem Bereich, in diesem Thema ausschauen. Und was diese Grafik hier darstellt, ist der Zusammenhang zwischen diesen Themen. Zusammenhang in diesem, Zusammenhang bedeutet, dass das Ziel eines Pfeiles nur dann verständlich ist, meiner Meinung nach zumindest, wenn man den Ausgangspunkt des Pfeiles sich vorher mal angeschaut hat. Das heißt, ich möchte mir wahrscheinlich dieses Modellierung anschauen, das wir hier haben, bevor ich auf Modellierung von organisationalen Strukturen und Zusammenhängen eingehe, weil ich diesen Modellbegriff einfach schon haben muss. Auf der anderen Seite ist, was ist eine Organisation, also diese Einführung in den Organisationsbegriff, unabhängig von dieser Einführung in den Modellbegriff. Das heißt, da ist es im Wesentlichen egal, in welcher Reihenfolge man sich das anschaut.
Ja, das setzt sich so nach unten vor. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir setzen uns zuerst mit den Grundbegriffen auseinander. Das ist dieser hellblaue Bereich hier. Dann geht es weiter in den lila Bereich mit dem Einstieg in Modellierung von Software. Das heißt, ausgehend von der Hypothese, dass die meisten schon Softwareentwicklung 1 erledigt haben und ein grundlegendes Verständnis von zum Beispiel Java haben, versuchen wir die Konzepte, die in der Softwareentwicklung eingeführt worden sind, auf den Bereich der Modellierung zu übertragen, weil die Konstrukte, die Konzepte, die wir da drinnen haben, nämlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Wenn man Programmieren verstanden hat, dann kann man konzeptuelles Modellieren von Abläufen, zumindest jetzt im konkreten Fall, auch verstehen. Da werden wir uns mit unterschiedlichen Modellierungstechniken beschäftigen, die ein bisschen historisch aufgebaut sind. Das heißt, wir beginnen ganz allgemein mit Modellierung von Software, wie hat sich das historisch entwickelt, gehen dann über zu Flowcharts als dem ältesten Ansatz, der durchaus nach wie vor in Verwendung ist, weil er relativ einfach, relativ zugänglich ist, und schauen dann weiter zu zwei Aspekten der sogenannten UML, der Unified Modeling Language. Das ist ein modernerer Modellierungsansatz in der Softwareentwicklung, und bei Aktivitätsdiagrammen auf die Prozessmodellierung eingehen und bei den Sequenz- und Kollaborationsdiagrammen auf die Kommunikationsmodellierung eingehen. Also beide Aspekte, die im Lehrveranstaltungstitel drinnen stecken, aus Sicht der Software mal betrachten. Konzeptuell vom Aufbau der Lehrveranstaltung haben wir da nochmal die Grundkonzepte, die wir fürs Modellieren brauchen, uns erworben und können dann weitergehen in den eigentlichen Kernbereich. Das ist nämlich die Modellierung von Geschäftsprozessen bzw. die Kommunikationsmodellierung. In diesem hellroten Bereich geht es um die Modellierung von Geschäftsprozessen, und da wird im Zentrum stehen, dass wir uns ganz genau und detailliert mit der sogenannten BPMN, mit der Business Process Modeling Notation auseinandersetzen. Das ist der heutige Standard im Bereich der Geschäftsprozessmodellierung, der durchaus auf Aktivitätsdiagramme auch aufbaut, das Ganze aber ein bisschen komplexer behandelt, umfassender behandelt, Konstrukte, Sprachelemente zur Verfügung stellt, die man braucht, um irgendwelche organisationalen Phänomene abzubilden. Das werden wir uns ganz genau anschauen. Im Themenbereich 4 geht es dann weiter in die Kommunikationsmodellierung. Auch hier wieder auf betriebswirtschaftlicher, organisationaler Ebene gedacht. Werden wir uns einen zweiten Ansatz anschauen, der neben der BPMN im Wesentlichen steht. Das ist die subjektorientierte Geschäftsprozessmodellierung, die im Gegensatz zu den Abläufen bei der BPMN die Akteure ins Zentrum stellt und deren Kommunikation als Strukturierungsmerkmal von Prozessen verwendet. Ist einfach ein anderer Zugang, stellt andere Aspekte besser heraus und erlaubt es uns so auf eben diese anderen Aspekte, diese Kommunikationsorientierung besser eingehen zu können, wenn wir dann vielleicht irgendwelche technischen Systeme gestalten, die das unterstützen sollen. Und letztendlich kommen wir dann im Themenbereich 5 zu den Anwendungen. Da geht es einmal stärker in die Technologie, das ist die Ausführung von Geschäftsprozessen. Also wie schaut denn jetzt zum Beispiel so ein Informationssystem aus, das Geschäftsprozessmodelle ausführen kann und damit die Arbeitsprozesse in der Organisation operativ unterstützen kann. Und hin zur Betriebswirtschaftslehre, wie kann ich denn solche Prozessmodelle verwenden, um Leistungsmessung zu machen? Was wären denn Leistungsindikatoren, die ich in solchen Modellen verankern kann, und wie kann ich sie dann beim Arbeiten messen, rausziehen und zum Controlling in meiner Organisation verwenden? Ja, soweit der Inhaltsüberblick. Es gibt dann noch eine zweite Abbildung in diesem Kapitel, das diese ganzen Themenbereiche noch einmal in dieses Dreieck Mensch, Organisation, Technik einordnet. Wir haben jetzt hier von den Ecken ein bisschen anders angeordnet. Hier die Dimension Mensch, also die Akteure in einer Organisation, hier die Organisation und hier die Technik. Und dementsprechend relativ straightforward an der Oberkante Richtung Technik hin diese Modellierung von Software, die Modellierung von organisationalen Abläufen, von Geschäftsprozessen, also dieser rote Bereich eher bei der Organisation, und die Kommunikationsmodellierung eher bei der Akteursdimension, also beim Menschen. Das soll dabei helfen, sich ein bisschen im Skriptum zu orientieren, die Zusammenhänge besser erschließen zu können. Im Wesentlichen werden wir es aber in dieser Reihenfolge, in der ich es jetzt vorhin gerade vorgestellt habe, nochmal durchgehen und die einzelnen Inhalte
detaillierter diskutieren und vorstellen. Gut, das war's fürs erste Video. Es geht jetzt dann gleich weiter mit der Organisation der Lehrveranstaltung. Aber was soll das überhaupt alles mit diesen Videos? Das sollte man vielleicht auch noch klären. Und danach werden wir uns dann um den Beurteilungsmodus kümmern.